Jo, schönen guten Tag. Der Ära ist wieder da und wir spielen Elex. Wir sind in Tavar. Und ja, machen so ein bisschen was an kleinen. Die haben es ja echt mit Drohnen. Guck dir das an. Naja. Plan ist, ich will ja irgendwann ein Kleriker sein. Habe ich beschlossen. Die haben wenig den besseren Knarren. Deswegen, ich werde jetzt hier noch ein bisschen ein paar Quests machen. Und dann muss ich langsam mich mal in der Fraktion anschließen hier. Ich glaube, dann werde ich mal den Klerikern meine Unterstützung anbieten. Mal schauen. So, Red, der alte Hacke. Chloe sagt, du schuldest ihr Splitter. Und sie schickt dich, um sie von mir zu holen? Ja. Ja. Tja, mein Freund, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Welche willst du zuerst? Mach die schlechte. Die schlechte. Ah, du bist wohl jemand, der sich gerne von positiven Nachrichten überraschen lässt, mein Freund. Lass mich raten, das Leckerste auf dem Teller wird bei dir immer zum Schluss gegessen. Jupp. Also gut, die schlechte Nachricht. Ich habe keine Splitter. Außer die, die du mir gegeben hast, aber das wird kaum reichen. Und was ist die gute Nachricht? Ich weiß, wo du die Splitter herbekommen kannst. Ich habe einen Plan. Der Plan wiederum gehört eher zur schlechten Nachricht, mein Freund. Super. Erzähl mir einfach von deinem Plan. Also, die Sache ist die. Ich weiß, dass Chloe dem Duke Kohle schuldet. Also vermutlich schickt sie dich zu mir, um diese Kohle zu holen. Habe ich recht? Ja. Okay. Also geht es hier eigentlich um die Kohle des Dukes, die Chloe ihm schuldet. Jupp. Also sollten wir ihre Kohle holen. Du willst sie berauben? Berauben ist so ein hässliches Wort. Was ich will, ist Werte umverteilen. Na klar. Ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Dieser jemand würde mir ein hübsches Sümmchen für den Kram bezahlen, den sie im Keller hat. Und wie es der Zufall so will, habe ich bereits vorausgearbeitet. Ich habe den Schlüssel zu ihren Wertsachen. Wir brauchen nur noch rein, raus, alles verkaufen und fertig. So einfach ist das. Du siehst nicht aus wie ein Bettler. Wer den Inhalt eines Buches nach seinem Einband bewertet, wird so manch guten Schmöker verpassen, mein Freund. Aber nur unter uns. Diese Rüstung ist nicht meine. Ein guter Freund hat sie mir geschenkt. Ein kleiner Gefallen an der richtigen Stelle kann dir viele Türen öffnen. Sei versichert, dass ich dir deine kleine Spende nicht vergessen werde. Zeig mir deine. Mal gucken. Na gut. Okay. Eine Mütze. Eine Handgranate. Sonnenbrille praktisch. Eieieiei, ist teuer. Schlachthemd. Schlachterhemd. Paradestärke, Rüstung. Nee. Jägerrüstung. Ja, wird nicht besser. Amulett der Tarnung. So, jetzt kaufen wir uns mal ein paar Handgranaten. Vielleicht können die ja was. Gib mir den Schlüssel. Ich werde Chloe bestehlen. Gute Entscheidung, mein Freund. Hier. Aber sei vorsichtig, nicht, dass du erwischt wirst. Wir werden ihre Schulden mit ihren eigenen Wertsachen bezahlen. Und gleichzeitig werde ich meine Schulden los. Vielleicht erklärst du mir das lieber nochmal. Lass mich nur machen. Der gute Red kümmert sich um alles. Sieh du nur zu, dass du ihre Wertsachen beschaffst. Ihre Truhe steht vermutlich irgendwo im Keller der Bar. Ja, habe ich schon gesehen. Am besten wartest du, bis ich sie abgelenkt habe und dann schlägst du zu. Alles klar? Klar. Dann los. Wenn wir da sind, werde ich mit Chloe reden, sodass du ungestört bist. Keine Ahnung. Vielleicht heule ich sie ein bisschen voll, dass ich anschreiben lassen will. Das regt sie immer furchtbar auf und sollte sie ablenken. Wenn du das Zeitfenster verpasst, musst du anders zusehen, wie du da rankommst. Alles klar?
Oh, jetzt ist er schon unterwegs. Na super. Ich muss dann mal testen, ob diese Handgranaten was bringen. Vielleicht kann ich ja damit irgendwas Tolles erreichen. Mal schauen. Schneller. Na super. Was willst du, Red? Die da oben werden das schon regeln. Hallo, Durans. Okay. Da, da ist er. Er hat sich gerade an deinen Sachen vergriffen. Die Sau. Ich dachte, du kannst mich beklauen, was? Gib das her. Sofort. Na los, Red. Verschwinde. Den Rest werde ich mit diesem Dieb alleine klären. Was soll der Scheiß? Du fragst mich, was der Scheiß soll? Oh, du hast nee. Mich gestohlen und Red hat es mitbekommen. Dachtest wohl, eine Frau kann sich nicht wehren? Aber da liegst du falsch. Ich denke, ich werde dir mal ein paar Manieren einprügeln müssen. Wenn wir kämpfen, wirst du sterben. Du siehst tatsächlich ganz schön kräftig aus. Aber bestrafen muss ich dich trotzdem. In meiner Bar wirst du nichts mehr zu trinken bekommen. Und jetzt verschwinde. Ich will dich hier nicht mehr sehen. Das ist ein blödes Arschloch. Alter Waffentestbericht. Bum, 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 bum. Das ist ein Arsch, der Red. Das sag ich dir. Ja, das läuft ja hier bei uns. Okay, das ist ja spannend. Ach so, ne Kacke, ey, was mache ich denn jetzt schon wieder hier für einen Scheiß? Auf mich hört ja keiner. Jetzt verprügel ich den Red, das sag ich dir. Was bei. Na gut. Okay, die bringt mir immer noch was bei. Das ist aber schön. Na, das läuft ja. So, Red, mein Freund. Dafür kriegst du auf die Fresse, das sag ich dir. Das geht mir auf die Nuss hier, die Scheiße. Halt, 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 bevor du irgendetwas Überstürztes tust, mein Freund. Ja, ich habe Chloe verraten, dass du sie ausrauben wolltest. Und du hast jeden Grund, mich dafür zu bestrafen. Wenn
du das hier überleben willst, will ich eine Entschädigung. Beruhige dich. Hier hast du deine Splitter wieder, die du mir gegeben. Moment mal. Scheiße, ich glaube, ich wurde beklaut. Anscheinend habe ich nichts mehr, was ich dir geben könnte, außer das hier. Ich hoffe, das wird erstmal reichen. Na klar. Lass mich mal erklären, was ich mir dabei gedacht habe. Eine Zigarette, ey. Zu schwärzen. Ich habe das nicht umsonst getan. Wir beide haben jetzt einen großen Vorteil davon, dass ich dich verpfiffen habe. Ich sehe keinen Vorteil. Nur, dass du mich verarscht hast. Immer mit der Ruhe. Ich habe jetzt Chloes Vertrauen. Und das kommt auch dir zugute. Die Wertsachen von Chloe hätten ihre Schulden niemals gedeckt. Also habe ich mir gedacht, du willst wissen, warum sie den Tribut an den Duke nicht zahlen kann, und ich will meine Schulden bei ihr loswerden. Gut zugegeben, du weißt noch immer nicht, warum sie nicht zahlen kann, aber dafür habe ich jetzt ihr Vertrauen. Gib mir ein oder zwei Tage und ich kriege heraus, wo ihre ganzen Splitter hinfließen und warum sie nicht mehr zahlen kann. Der alte Red gibt sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Mach so etwas nie wieder hinter meinem Rücken. Werde ich nicht, mein Freund. Du musst wissen, ich mag es, wenn ein Plan funktioniert. Und solange ich absolut alle Parameter unter Kontrolle habe, klappen meine Pläne auch. Na super. Wenn ich dir davon erzählt, wäre ich das Risiko eingegangen, dass du es versaust. Aber zurück zum Plan. Ich werde Chloe bearbeiten. Komm in ein oder zwei Tagen wieder. Vielleicht weiß ich dann schon mehr. Triff mich dann in Chloes Laden. Wegen Chloe. Hey, hey, immer langsam. So schnell bin ich auch nicht. Lass mir noch etwas Zeit mit ihr. Ich bekomme schon noch raus, wieso sie keinen Tribut an den Duke mehr zahlen kann. Okay. Interessant. Spannend, spannend. Okay, naja, gut. Ja, hier läuft alles immer so ein bisschen anders, als man das ursprünglich mal erwartet hat. Dass hier mal irgendwas glatt durchläuft, ist hier einfach nicht gegeben. So. Was haben wir denn jetzt noch so an tollen Missionen hier zu erledigen? Wir könnten uns ja dann tatsächlich nochmal so ein bisschen auf die Suche machen. Verteidigung, ja, Verteidiger, Bergungsarbeiten. Big Bang Laufbursche des Größenwahns. Hier müssten wir noch ein paar Dinge besorgen. Gesetz der Berserker. Ja, wir haben jetzt grundsätzlich hier nicht mehr so viel zu tun, außer den Kram hier zu besorgen. Der ist hier drüben. Da könnten wir ja mal nach Sandy Pines fahren und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht was für die Bombe aufgetrieben bekommen. Und dann ist ja eh mein Ziel, zeitnah irgendwann in nächster Zeit, möchte ich es mal bei den Klerikern probieren. Nach wie vor ist das ja schon so die Fraktion, auf die ich am meisten Bock habe. Also Geistmanipulation und Plasmawaffen und so, das ist alles schon ganz geil. Das möchte ich ganz gerne probieren. Oder war ein Pfeil? Munition braucht man immer, nicht? Ja, und dann denke ich, wird das wohl da in diese Anlage reinführen. Und dann schauen wir mal. Oh. Oh, 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 oh. Da ist so ein Viech. Gehe jetzt einfach mal hier draußen lang und hoffe, dass ich hier durchkomme. So, jetzt muss ich mal hier. Und dann
dann schauen wir mal. So, nicht, Freundchen. Ach, herrje. Wir halten fest, das macht keinen Sinn. Hier sehe ich keinen Stich. Dann probiere ich jetzt gleich mal mein Glück bei den Klerikern. So, dann gehen wir mal hier zum Hort. Und schauen mal, ob die uns jetzt reinlassen. Zur Not müssen wir uns hier reinkaufen oder so. Mal gucken. Halt, Fremder! Keinen Schritt weiter! Du betrittst den heiligen Boden Kalans! Nur neue Rekruten, vollwertige Kleriker oder Händler mit Passierschein dürfen den Hort betreten. War ja klar. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker, der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Solange du nicht von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Hier, ich hoffe, das reicht, damit du mich durchlässt. Vergiss das ganz schnell wieder. Behalte dein Elixit. Das kannst du vielleicht bei den Outlaws versuchen, aber hier herrschen klare Regeln und die werden nicht gebrochen. Aber wenn du unbedingt ins Lager willst, ich hätte da einen Vorschlag für dich. Ich mache eine Ausnahme und lasse dich in den Hort. Allerdings werde ich irgendwann einen Gefallen von dir einfordern, den du zu meiner Zufriedenheit erledigen wirst. Und wie soll dieser Gefallen aussehen? Das wird sich zeigen. Ich bin mir sicher, dass du einiges für mich tun kannst, wenn du hier bist. Aber darüber brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken zu machen. Alles klar. Gut, wir haben eine Abmachung. Bevor ich dich reinlasse, muss ich dich noch über einige Dinge informieren. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elixit-Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Ach, herrje. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt... Neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Mhm. Das war's. Du darfst dich jetzt im Hort frei bewegen. Moment. Moment. Ja, heute probieren wir mal ein bisschen was rum. Ich würde jetzt gerne hier reinkommen, ohne dass der Typ hier mit mir und so... Ich möchte dem keinen Gefallen schulden, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, wir werden jetzt nochmal hier diese Lagergeschichte machen. Wir werden doch hier diese Viecher hinkriegen. Das kann aber nicht sein, dass ich hier so ein paar blöde Kackviecher nicht auf die Reihe kriege. Ich habe meinen Freund Ray dabei und mit Ray werde ich das schon wuppen. Das wird schon werden. Ich auch wüsste, wie das mit diesen Handgranaten funktioniert, wenn das sind ja halt wirklich tatsächlich nur so Nahkampfwaffen, ey, das ist doch kacke. Ich will doch damit
Eigentlich auf lange Distanz. Na super, das läuft ja wie die Sau. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm, um diese Dinger zu verwenden. Vielleicht sollte ich die vom Jetpack aus runterschmeißen. Aber ich habe halt das blöde Gefühl, dass diese Handgranaten schon wieder gar nichts bringen. Die werden schon wieder gar nichts wirklich auslösen. Wäre halt geil, wenn ich hier irgendeine Position hätte, wo diese Viecher nicht hinkommen. Das Biest kaufe ich mir! Ja, so viel dazu. Da liegen wir wieder mal im Dreck. Ja, okay. Ich mache an der Stelle ein kleines Folgenende. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Ja, wir werden das hier schon auf die Reihe bringen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Und irgendwann kommen wir hier schon dazu. Ja, ich hoffe, es gefällt immer noch ein paar. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.